Also ein idealtätistisches Leben, Händchen halten bis zum Tode funktioniert haben hätte können, dann ist zu bedenken, dass das ja nur möglich ist zwischen zwei Partnern, die dann dadurch praktisch geschlechtslos werden, welche jeweils aufgrund Unterversorgung in den primären Lebensmomenten und nicht kastrierter Ödipalisierung jeder für sich den allein Ausschließlichkeitsanspruch beansprucht. Und das ist dann ja ein wahnwitziges Konkurrenzmilieu, denn jeder sagt, ich bin ausschließlich alleine derjenige, auf den dein Augenmerk und all deine Anteilnahme sich zu richten hätte. Und wer kriegt denn dann den Zuschlag? Würde dann etwa ein Deal entstehen, heute bist du dran, heute bin ich dran, im Zentrum des Narzissmus zu stehen? Oder wie ginge das? Die Borderline-Struktur ist noch etwas komplexer, weil die steht zwischen diesem primären Autismus und der neurotischen Kastration als Eingleisung ins Dritt zu verandernde. Sie spielen mit beiden Registern in der Pendelbewegung dazwischen.